Oh, ein Ritter. Mein Körper! Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Oh oh. Oh oh. Ein sehr starker Gegner, er will mich nicht töten. Oh, er hat sein Schild. Ich kann ihn nicht treffen, wenn er sein Schild benutzt. Okay. Ja, komm. Kack an. Oh Gott. Nein, das. Yo, Mann! Das war aber einfach. Das Level macht sich bezahlt. Und weil wir unseren Freund die Seele getötet haben, die uns gerade umbringen wollte, können wir jetzt in den nächsten Gang reingehen. Sehr schön. Auf dem Weg dorthin müssen wir noch viele Kreaturen besiegen, wie zum Beispiel so einen hässlichen Ritter, weil ich sie einfach hasse. Frag mich nicht so. Aber es macht einfach sehr viel Spaß, sie zu töten. Ich weiß auch nicht ihren offiziellen Namen, das stand in diesem blöden Strategy Guide. Stand das mal drin, aber was interessiert uns das jetzt? Oh Gott. Jetzt muss ich hier lang. Einmal hier oben den langen Gang lang. Und über die Brücke, die wir gerade freigeschaltet haben. Und danach noch spinnen. Jetzt könnt ihr mal alle verrecken. Und ich mache mich auf den Weg zum linken Gang hier. Denn dort gibt es etwas, was sie sehr gut gebrauchen können. Um genau zu sein. Ein rotes Skelett! Nein. Ein roter. Oh nein! Ist das jetzt der klassische Gegner hier oder was? Na? Na? Ich hasse es, euch zu töten. Sehr schön. Einen Turmschlüssel! Das aber nicht alles. Den brauchen wir zwar, aber es ist nicht alles. Wir kriegen noch dazu, wenn ich mich recht erinnere, genau, Eispickel. Eine sehr, sehr brutale Waffe, wie ich finde. Hier ist sie. So, der kalte Hauch des Todes. Oh, oh. Grausam, grausam. Und Skelett. Sehr schön. Bam, bam. Oh, das ist aber herrlich. Oh, Spinne. Ich möchte töten. Oh, wir machen aber echt ziemlich auf die. Oh, ich werde von diesem Spinnennetz aufgesogen. Von den Spinnennetzen wird hier immer angezogen. Ich weiß nicht warum, aber gut, anscheinend sind das. Och Gott. Ach, sieh dir das an. Aha. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn wir gegen antreten und die Wand schieben. Okay. Wollen wir nochmal ein paar ausprobieren. Ihr erinnert euch, die Königin und ihr Sicherheitsmechanismus und ihre Söhne sind gestorben 268. Genau dieses Alter, dieses Datum müssen wir einstellen. Oder war es 286? Okay, anscheinend war es 286 gewesen. Und so. Fertig. Ein Mechanismus, ein mechanischer Tonerklang. Jo, genau richtig. Man muss, na gut, wenn man nicht diese Bücher dort liest oder nicht weiß, dass man sie lesen kann, dann hat man hier ein großes Problem. Aber zum Glück wissen wir das, ja? Und können so schon mal diese drei Kronleuchter, die wir dort in diesem großen Raum sahen, die sind jetzt runtergekommen. Und somit können wir dann auch jetzt leicht diese Kronleuchter benutzen, um weiterzukommen. Bevor wir das aber machen, werden wir noch ein paar Sachen finden. Ich merke das hier gerade. Halt auch des Todes, aber wir machen jetzt auch weniger Schaden an den Gegnern hier. Also so schön ist der Eispickel hier anscheinend doch nicht. Also benutzen wir einfach mal eine andere Waffe. Denn das ist hier völlig nutzlos. Nehmen wir wieder unseren Silberspeer. Ihr seht, dass nicht nur, weil es mehr Schaden hat, muss es auch nicht heißen, dass sie gleich besser gegen den Gegner ist. Wir kriechen in einen sehr, 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 sehr langen Kamin. Jeder normale Spieler würde jetzt schon umdrehen. Das dauert mir zu lange. Und wir finden einen Opal, der in der Asche der Feuerstelle lag. Ark erhält einen Opal. Oh ja. Was wollen wir damit? Das werden wir noch rausfinden. Um ehrlich zu sein, brauchen wir das doch gleich. Einmal schnell zurück. Brauchen wir das gleich für die Bilder? Aber wir müssen dafür erstmal alle Augen finden. Das ist gar nicht so einfach. So, jetzt sind wir hier oben auf der Burg. Ihr erinnert euch, wir haben einen Turmschlüssel gefunden. Und die können wir jetzt hier benutzen. Dafür müssen wir ihn aber auswählen. Unter Dingen.
Und hier haben wir ihn auch schon. Oh, daneben ist der Opal zu sehen. Und jetzt können wir damit die Tür öffnen. Sonst wäre das nicht gegangen. Und gehen jetzt auch rein. Klink. Rein da. Und dürfen uns gleich wieder um die Fresse schlagen. Ich meine, um die Wette schlagen. In einen sehr, sehr alten Kerker. Ja, ich weiß, ihr haltet viel aus. Ihr seid echt super tolle Leute. Und trotzdem sterbt ihr jetzt ziemlich schnell weg. Und mein Eispickel bringt hier leider gar nichts. Viele Leute benutzen den Eispickel hier in diesem Level und vergessen dabei eigentlich einen Hauch des Todes. Hier ist doch jeder Gegner schon tot. Also, was soll denn das? Das kann doch gar nicht so viel Schaden machen. Genau, das ist auch richtig. Aber manche Leute achten nicht darauf, wie viel Schaden sie machen. Sie denken, ja gut, bessere Waffe macht mehr Schaden. Ist ja aber nicht so. Das ist eigentlich ziemlich gemein. Daher nehmen wir auch wieder unser Silberschwert, denn wie wir sehen, machen wir hiermit bei den Gegnern um einiges mehr Schaden, als wir das mit den Eispickel gemacht haben. Und wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Nicht sehr viel außer diese bescheuerten Ritter wieder. Aha. Komm her, mein Freund. Du bist Geschichte. Jo. Jo. Sehr schön. Noch einer. Wow. Du mit deinem blöden Schild. Willst du mir gar nicht auf die Nerven gehen, ne? Ja, merke ich schon. Hier müsste eigentlich genau eine Treppe sein. Und sie führt uns nach draußen. Sind jetzt ganz oben auf dem Turm. Heilige Scheiße, sind wir beide oben. Was ist denn jetzt los? Huch, wir sind aber ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Ark, schau. Die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Ja, was ist denn da? Oh. Da ist wieder ein Auge. Ist auch noch geleuchtet in der Wand. Ist sicher ein wertvolles Juwel. Was heißt das für mich? Super, doch, wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft fliegen, oder was? Bingo! Ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Bums. Ja, Mann! Wow, Action. Ja, Fluffy, wo bist du? Keine Ahnung. Der Auge der Topas sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Und ich halte den Topas und kann nicht hochhalten, weil ich hier gerade festhänge. Danke. Darf ich jetzt runter? Bitte? Vielen Dank. Und wir springen einfach mal runter und öffnen die Tür. Verflucht verschlossen, verflucht verschlossen. Nicht mehr. Hier gibt es auch noch was zu finden, außer Skeletten. Wie ihr bereits bemerkt habt, ist außerdem noch das Wasser vergiftet. Dagegen müssen wir auch noch was tun. Das ist so komisch lilafarbig. Och Gott, auf so einem engen Raum mit so einem Ritterkämpfen. Guck mal, wie ätzend das jetzt wäre, wenn ich das jetzt nicht mit den Leveln gemacht hätte. Ich würde hier vielleicht 8 Schaden oder so austeilen. Davon hätten wir alle nichts. Es ist ja völlig zwecklos. Sehr schön, hier rein. Und wir wollen was gegen das Wasser hier tun. Das ist sehr ätzend. Das kann doch niemand trinken, das kann niemand benutzen. Wir brauchen anderes Wasser. Wir brauchen Wasser, das klar ist. Wir brauchen Wasser, wo man drin schwimmen kann. Denn wir haben am Anfang auch so einen Kristall oder einen Opal oder Bärenstein oder was ich gesehen. Den brauchen wir. Das ist unser dritter Stein dann. Und dann muss ich überlegen, wo der vierte ist. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber das werden wir auch noch herausfinden. Es gibt ja noch genug Gänge, die wir erkunden können. Ganze linke Seite haben wir uns noch nicht angesehen. Ach doch, jetzt weiß ich, wo es ist. Wir haben ja die Kronleuchte runtergelassen. Und wir finden ein Elixier. Ja, Abwehr-Elixier getrunken. Abwehr steigt um 1. Und daher können wir dann auch diese verdammten... Oh Gott. Die leuchten aber komisch. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Es ist eine Statue. Kannst die Hand reinstecken, Mann. Hey, ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Ark steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Bam. Normales Wasser. So mögen wir es. Ja, was heißt normal? Es sieht immer noch ziemlich merkwürdig aus, aber... Ist es jetzt blau? Ist doch schon mal was. Also, wollen wir mal zurückgehen? Auf dem Weg zum Anfang der Burg. Och, dich habe ich ja ganz vergessen.
Das müssen wir jetzt nochmal aushandeln. Also, du willst dich in diesen engen Raum mit mir kloppen. Das finde ich aber nicht sehr nett. Oh Gott. Weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwas haut mich da. Ich habe kurz mal weggeschaut. Ich muss mal kurz was gucken. Aber weiter geht's. Wumms. Oh. Oh, Alter, voll ausgewichen. Ach, den ganzen Weg wieder zurückgehen. Was soll's? Das muss auch sein. So eine Burg ist groß, so eine Burg ist lang. So eine Burg ist ein toller Dungeon. Und wir schauen uns mal weiter um. Oh, hier ist die Tür. Och. Und da sind unsere lieben Freunde, die Skelette wieder. Wumm. Wow, das sah geil aus. Nein, lasst mich durch. Ich brauche Leben, ich brauche Level. Ja, ich hätte hier viel besser leveln können, hier oben in der Küche. Aber ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das erst relativ spät eingefallen und dachte, ja gut, dann kannst du das Level jetzt auch noch zu Ende hier machen in der Halle. Wollte euch noch nicht zu viel zeigen, weil ich wollte diese Burg noch nicht anfangen.